nicht mehr da, oder? Ich muss noch mal gucken. Das ist nicht mehr da. Das heißt, wir können das nicht. Wir können da nicht runter. Da, da ist noch was zu tun. Oder hat er das? Nee. Ach, das Figürchen. Ja, vielleicht hilft das ja. Gut, dass wir welche gefunden haben. Oh, was, wenn wir keine gefunden haben? Was wäre denn dann passiert? Passt das? Scheint ja reinzupassen. Vielleicht geht das ja. Na komm. Er scheint zu gehen. Ey, die kleine Figur ist es einfach. Die hat ihn gerettet. Ich weiß es nicht. Ey, du hast die Taschenlampe rein da. Los. Die sollte ja noch funktionieren. Los, rein da. Wir haben keine Zeit für was. Wir haben keine Zeit zu warten. Na los, runter. Komm schon. Sehr gut. Und der kleine Soldat wurde zurückgelassen. Oh, es ist auch noch so ein richtig ekelhafter kleiner Tunnel. Och nee. Oh, ich würde ausrasten. Ich bin ja ganz schön klaustrophobisch, was sowas angeht. Ich kann auch in diesen, wie heißt nochmal diese Röhren, wo man reingeht beim Arzt. Ich war da einmal drin. Ich weiß nicht immer noch nicht, wie das da drin aussieht. Ich habe meine Augen so zusammengekniffen. Die hätte man nicht mit einer Zange aufbekommen. Nein. Oh. Na komm, kriegst du das hin? Sehr gut. Und wir sind fast draußen. Ich hoffe, draußen ist Sicherheit. Ich meine, der stand 20, 30 Jahre vielleicht. Er ist doch jetzt älter. Also, wenn wir Glück haben. Komm schon, du schaffst das. Wir sind bei dir. Was ist das hier für eine Tür? Ich will das auch machen. Na, ja, die geht nicht. Ich meine, er war noch die draußen, ne? Stimmt, der wurde hier drin geboren. Das wird auch noch was werden. Es ist echt der Bishop, ich fasse es nicht. Looking for the key. Why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat. I'm not going to leave. Der ist echt wahnsinnig geworden, der Typ. You're not going anywhere. We're all gonna die down here. Oh. Bringt er sie um jetzt? Ist sie so gestorben? Nee, nein, nein, sie ist ja bei uns gestorben. Ich wollte gerade sagen. Ganz kurz, weil ich verwirrt. Steh auf! Helf ihr! Los, 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 mach was! Nimm den Schlüssel, schmeiß den irgendwo hin und schlag den Typen. Los! Ja, erschieß ihn. Sehr gut gemacht. Gutes Kind. Ja. Sehr gut gemacht. Ist sie okay? Ja. Gott sei Dank, Mann. Oh. Das sollte niemand ein Kind tun müssen, aber Gott sei Dank hat er es getan. Puh. Ja, aber das war richtig, dass du das gemacht hast. Das war gut so. Der hat doch nicht anders verdient gehabt. Der hat doch einen Geistesschaden gehabt. Der war doch so böse schon. Der wollte die alle unten sterben lassen. Aber wo wird die Leiche hingebracht? Weil wenn er hier verwest ist, dann müssen die Knochen irgendwo noch liegen. Und der Schlüssel. Das wäre hilfreich. Eklig, aber es wäre hilfreich. Ja, er wurde hier reingeschliffen. Das haben sie wahrscheinlich damals zu zweit gemacht, damit es niemand merkt.
Also muss ich auch als erstes da rein. Ja, da ist die alte Blutspur. Da ist ein Code. Und da sind die blutigen Finger. Vorhin, dass sie ihn da reingeschliffen haben, aber das Blut nie weggemacht haben. Das hätte doch jemand gemerkt, oder nicht? Obwohl hier wahrscheinlich nie jemand runtergeht. Auch nicht zur Kontrolle. It's over. We're safe here. And that's all that matters. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now. Yes, Mom. I love you, John. Ich bin froh, dass seine Mutter wenigstens normal war. Hätte er noch so lange mit ihm gelebt, Gott sei Dank. Aber ich will trotzdem wissen, was mit allen anderen passiert ist. Also das ist noch am meisten da. Ich denke mal erstmal 8, 7, 3. Die 6 habe ich nicht gesehen. Kann man nochmal machen? Clearen? Ja, das ist falsch, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das ist am meisten weg. Dann das, dann das, dann das. Nicht? Okay. Dann das. Vielleicht ist das doch mehr weg, oder? Nee, warte, so hatten wir das auch eben auch gehabt. Ach, ich muss den nochmal andersrum machen. Ja, bitte, lass mich. Ich. So? Ah, vielleicht ist es doch egal, wie ausgeblichen das schon ist. 3, 7, 8, 6. Ja. Sehr gut. Es war also doch egal, wie ausgeblichen es war. Macht doch Sinn, die 3 als erstes angetouched mit dem. Das macht viel mehr Sinn. Ich habe das mit dem Ausgeblichenen gemacht, aber als erstes gedrückt wurde, da war natürlich am meisten Blut dran und dann wurde das Blut immer weniger. Das macht deutlich mehr Sinn. Ich habe es halt andersrum betrachtet. So, und da liegt der ekelhafte Verweste drin. Naja, nur noch seine Knochen, solange wie das her ist. Ich frage mich, ob es da drinnen immer noch stinkt. Ich meine, da ist ja nicht wirklich eine Lüftung oder sowas. Wahrscheinlich stinkt es nicht mehr so sehr, aber es ist bestimmt unangenehm trotzdem noch. Warum ist da so viel Bedecktes? Das klingt nicht gut. Warum ist jetzt Alarm? Oh, er hört ihn jetzt. Okay. Ich dachte gerade. Die Strahlung war also schon mal so hoch. Und da, wo wir unten gerade waren, da ist jemand reingekommen. Also ist jemand eingebrochen. Das war gar nicht der Bischof von Anfang an, oder? Weil da standen wir doch, als er die Tür geschlagen hat, oder nicht? Oh, oh Gott, okay. Oh, Strahlungskrankheit ist so ein Ekel. Obwohl doch, er war das doch mit der Axt. Ja. Und die waren aber schon vorher da drin. Ich dachte, die wären gerannt. Wurde das nicht so angezeigt eben? Sind das die ganzen Leichen? Aber wenn das Strahlungsleck so schlimm war, dass alle schon Blut gespuckt haben, wie sind denn wir und die Mutter nicht betroffen gewesen davon? Lag es daran, weil wir schon in diesem Bereich waren unten? Aber wir sind doch später wieder hochgegangen. Panikig. Ja. Achso, ich muss drücken. Okay. Mann, du bist nie vorsichtig, ne? Selbst jetzt fällst du noch hin. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt krabbelst du auch noch. Steh doch wieder auf. Also, er ist wirklich ein Tollpatsch, muss man sagen. Aber ein großer Tollpatsch.
Ist er das? Ja. Das ist er bestimmt. Das ist doch so nass da oben drauf. Wieso? Ih, da sind die Knochen. Ah, der... Oh, Igitt. Warum ist das noch so... Oh Gott, ich muss mich gleich übergeben. Das ist ja wieder... Diese alte Verwesungslehre krabbelt auch noch rein. Oh, nee. Und das war's nicht mehr, oder? Muss ich weiter gucken? Wie, was muss ich jetzt machen? Und wieso hat er keine Reaktion, Mann? Mir wurde gerade kotzübel nur vom Zusehen. Hä? Wieso ist hier nichts? Hallo? Ah, da. Oh, ist das eklig, Mann. Er hat da voll reingefasst. Guck doch vorher nach, ob es der richtige ist, Mann. Ich dachte, das ist schon so lange her. Warum ist denn noch so viel Verwesungsflüssigkeit? Da muss es ja doch noch furchtbar stinken. Und wieso wischst du dir die Hand nicht ab? Oh, das ist so ekelhaft. Na, ist er das? Er checkt's nicht. Er ist komplett... Er ist nur ein Skelett. Warum war der andere in Verwesungsflüssigkeit? Ich versteh's nicht. Bitte, du musst atmen. Tief durchatmen. Du musst tief durchatmen. Dann siehst du sie auch nicht mehr. Bitte. Oh Gott, der Schauspieler ist echt gut, muss man sagen. Aber richtig gut ist er. Du gehst jetzt wirklich durch den Schacht durch. Du musst einfach nur atmen, dann siehst du sie auch nicht mehr. Sie sind doch nicht wirklich da. Oh, er kriegt wahrscheinlich gerade eine volle Panikattacke, also. Aber der Schauspieler ist echt gut. Ich glaube, das war auch einer von den Zwergen, ne? Von Hobbit. Ich meine, da stand in der Beschreibung drin. Da sollen wir jetzt ernsthaft runter, anstatt den normalen Weg zu gehen. Können wir nicht einfach da drin sein, uns kurz beruhigen und wieder rausgucken, weil die sind nicht wirklich da. Und da geht's doch bergab. Das wird so nicht gut enden. Wenn wir da runterfahren oder irgendwie stecken bleiben oder sowas, das ist gar nicht gut. Das sollte man nicht unterschätzen. Bitte geh einfach wieder zurück. Er fällt natürlich auch wieder runter. Und verbrennt sich auch noch. Mann, hätten wir doch nur durchgeatmet. Das hätte vielleicht sehr geholfen. Warum soll er das machen? Also war er schon vor dem Fluchtversuch da unten? Ist das das überhaupt? Ach, irgendwas, wo er durchklettern muss, ist das gerade. Moment, wie sind wir denn den gleichen Weg dahin gekommen? Trotz anderen Räumen. Jetzt bin ich verwirrt. Weil sind wir doch gar nicht gekrabbelt eben, oder?
Na, vielleicht ja doch. Wahrscheinlich direkt da über so ein... Obwohl, das ist ja, ging ja nicht nach oben. Ich verstehe das nicht. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Aber warum genau sollte er das machen? Was hat die Mutter getan? Oh mein Gott, dann hat die alle umgebracht? Und die sind im sichersten Raum? Und deswegen hat er so böse geguckt in der Kamera, in der Sicherheitskamera. Weil genau in dem Moment, wo die da drin waren, sind alle gestorben. Die sind nicht an Strahlung gestorben, sind die erstickt an irgendeinem Gas? Oh mein Gott, die Mutter hat alle umgebracht. Um für sich und den Sohn die Nahrung zu haben für die nächsten Jahre. Weil sie wusste, dass es nicht reicht. Wow, also hat sie tatsächlich... Sie war es also echt. Also im Prinzip er auch. Weil er wusste es ja nicht besser. Die Mutter hat einfach alle umgebracht. Das ist ja grausam. Den Bischof kann ich verstehen. Aber alle anderen waren doch auch nur zum Schutz da. Da hätte man... Gut, es gab keine andere Möglichkeit wegen Essen mäßig oder so, aber sie hat ja wirklich alle umgebracht dafür. Na, wir nehmen den roten. Na komm. Der rote, fette ist es bestimmt. Ich bin gerade schockiert, dass sie das getan hat. Ich kann es irgendwo verstehen. Weil sie eben... Es war halt echt der rote, fette. Ich fasse das nicht. Weil sie hätten keine Chance gehabt zu überleben. Wäre alle anderen noch am Leben gewesen, weil die Nahrung einfach zu knapp war. Aber trotzdem, diese Entscheidung zu treffen, alle zu ermorden... Ich weiß nicht, das... Die Frage ist, wie hätte man selbst gehandelt in der Situation, wenn es um die eigene Familie ging? Beziehungsweise geht. Wenn man für sich alleine ist, wäre es vielleicht eine andere Sache, als... Sie hat es ja auch bestimmt hauptsächlich für ihren Sohn gemacht. Boah, es ist schwer, das irgendwie moralisch einzuordnen. Auf einer Seite grauenvoll, auf der anderen Seite verständlich. Auch überhaupt nicht recht eigentlich, aber dann gleichzeitig auch immer noch verständlich. Ja, das ist furchtbar. Na komm, geh hoch. Den ganzen Weg nach oben, ab nach draußen. Ich hoffe, wir überleben das. Ich muss sagen, jetzt wo wir zum Ende hinkommen, bin ich überrascht, dass das Spiel echt so gut ist. Dafür, dass es so ein Live-Action-Spiel sozusagen ist. Ich finde die eigentlich ganz gut. Davon sollte es mehr geben. Die sind ganz schön übersehen in der Gaming-Branche, oder? Schlecht sind sie wirklich nicht. Je nachdem, wie gut die Story natürlich gemacht ist. Boah, was habe ich mich erschrocken. Bitte atme einfach wieder. Es sind nur Einbildungen. Es sind nur Einbildungen. Ich weiß, du warst dein Leben lang im Bunker. Und nicht einmal draußen, aber du schaffst das. Wir sind bei dir. Wir schaffen das. Zusammen. Wir alle gucken zu und unterstützen dich. Wir schaffen das. Du machst das. Come on. Keep moving. Ja. Los, geh weiter. Nicht stehen bleiben. Einfach Augen zu und durch. Naja, am besten nicht Augen zu wegen den Treppen, aber... Ihr wisst schon... Schafft das. Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich muss drücken. Geh weg. Das ist nicht echt. Es ist gruselig, Mann, aber nicht echt. Warum ist es schwarz? Ja. Was? Hä? War ich zu langsam mit drücken und bin deswegen wieder... Unten? Ich glaube, ich bin wieder unten, weil ich zu langsam war mit drücken.
Okay, tatsächlich. Ja, dann mach jetzt schneller, hallo? Frechheit, jetzt muss ich das Ganze nochmal angucken. Und dich nochmal motivieren. Da habe ich doch gedrückt. Ich war noch nicht schnell genug. Na komm, geh. Das hast du eben schon gesehen. Wir müssen das echt alles nochmal gucken jetzt. Da war ja nicht mal ein Todesbildschirm oder so. Was sollte das denn gerade? Da war nur dieser komische Bishop. Der Penner, den niemand mag. Los. Bitte geh jetzt nach oben. Ich will nicht dieses Ganze nochmal sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich hasse Wiederholungen. Los, geh. Und du wirst wieder irgendwelche Geistererscheinungen sehen. Die sind nicht echt. Lass dich doch nicht wirklich von denen festhalten. Aber es ist interessant, dass sein Kampf innerlich so schlimm ist, dass wir von unseren eigenen Hirngespinsten festgehalten werden können und deswegen verlieren. Ich frage mich, ob wir, wenn wir andere Wege und so gegangen wären oder andere Entscheidungen getroffen haben, die paar, die wir hatten, ob wir denn hätten sterben können, wenn wir zu langsam waren oder sowas. Wir haben anscheinend ja gerade die richtigen getroffen. Eigentlich unbewusst, weil ich zum Beispiel den Gang noch gehen wollte und so, aber... Oh, da ist es wieder. Das war hier, oder? Ah, nee, erstmal geht da runter. Du musst gehen. Kein Stopp. Hör nicht auf den Bishop. Ich weiß, es ist nur ein Geist, aber hör nicht auf ihn. Ja, ich glaube, wir müssen schnell genug sein dafür und das war ich nicht. Komm schon. Mann, ist das schwer. Ich drück schon so schnell. Boah, schwer ist es. Ich glaube, ich nehme gleich meinen anderen Finger noch dazu. Vielleicht schneller drücken, vielleicht. Na komm, geh weiter. Das ist nur Einbildung. It's not real. Ja, es ist nicht real. Geh. Immer weiter. Was auch immer dich gleich festhält, ist auch nicht real. Immer weitergehen. So, jetzt. Drücken, 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 drücken. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Diesmal haben wir es. Sehr gut. Ja, wir sind tatsächlich eben im Prinzip gestorben, weil wir nicht weiterkommen. Los. Wir schaffen es. Ich hoffe, wir sehen auch wirklich, wie es draußen aussieht und das ist nicht einfach nur, dass er die Bunkertür öffnet und dann ist das Spiel vorbei. Ich will die Welt sehen. Und wie er das erste Mal die Welt erblickt. Na komm, du schaffst das. Du kannst fast das erste Mal die Sonne sehen. Da ist sie auch schon deutlich heller als im Bunker. Nein, du gehst trotzdem. Bitte hör nicht da drauf. Sie hat sie also auch geklaut. Oh mein Gott, und sie hat die auch umgebracht. Selbst vorher schon. Die war es halt einfach wirklich, ich fasse es nicht. Mom? Die hat alle eiskalt umgebracht. Selbst vorher schon mit den Lösungen und den Spritzen. Bitte, geh raus. Geh raus. Bitte lass mich das entscheiden können. Ich kann entscheiden. Wir bleiben nicht, wir gehen. Geh raus da. Lass dich nicht hier unten halten. Du wirst sterben, wenn du hier bleibst.
Gras das erste Mal. Auch die Sonne. Atmen. Das war's mit The Bunker. Deutlich besseres Ende, als wenn wir geblieben wären. Aber furchtbar, was die Mutter getan hat. Auf einer Seite verständlich, auf der anderen Seite auch wieder viel zu grauenvoll. Da muss man sich selbst fragen, wie man gehandelt hätte in so einer Situation. Also, jetzt wo ich gesehen habe, dass sie vorher auch schon die Leute umgebracht haben, hat mit den Lösungen, das ist mal noch eine ganz andere Sache als mit dem Gas nur. Also, das Gas war schon schlimm genug. Oder was auch immer das war. Aber dass sie vorher auch schon einen nach dem anderen umgebracht hat und sie das nicht gestört hat, war furchtbar. Und gerade noch ihre kleine Erscheinung, dass sie ihrem Sohn auch immer gesagt hat, dass er niemals gehen darf und immer bei ihr bleiben muss. Ich glaube, sie war ganz schön versessen am Ende auf ihren Sohn, weil sie das ihm alles getan hatte. Und deswegen musste sie sich an irgendwas klammern und das hat sie auch getan. Ich bin froh, dass wir die Wahl hatten, uns aus diesem Griff zu befreien. Denn er hat es wirklich verdient, draußen zu sein. Auch wenn ich jetzt wirklich gerne gesehen hätte, wie es draußen gewesen wäre. Nicht nur dieses Atmen und das erste Mal draußen die Welt sehen, sondern ob er gestorben wäre an Radiation dann später oder ob Zivilisation vielleicht doch noch da war oder wieder da war oder er es schafft zu entkommen und zu leben. Das hätte ich alles gerne gesehen. Leider werden wir es wahrscheinlich niemals sehen. Ich weiß nicht, ob es davon einen zweiten Teil gibt oder geben wird, falls es keinen gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, seine Reise damit zu erleben. Aber ich denke nicht, weil ich glaube, jetzt wäre der Punkt doch zu überschritten. Wenn ein zweites Spiel von ihm rauskommen würde, nur für die Reise, wäre es weniger interessant, als wenn es jetzt noch am Ende da gezeigt worden wäre. So ein bisschen wenigstens. So, dass man die Illusion noch lässt, aber so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung gibt. Das hätte ich gerne gesehen. Na jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und auch nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich das Spiel geschenkt bekommen habe. Also ein ganz herzliches Dank. Das war eine schöne kleine Erfahrung, auch wenn es sehr kurz war. Aber doch sind diese Live-Action-Spiele tatsächlich sehr, sehr schön, sehr gut, sehr gute Schauspieler auch. Erst recht der John war es, glaube ich. Der Mann halt, den wir gespielt haben, der war sehr gut in seiner Rolle. Auch mit seiner Panik hat er alles sehr gut rübergebracht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, vielen Dank.